Wie benutzt du den Körper? Du bist mehr als der Körper. Das wurde uns schon oft gesagt. Und genau deshalb bist du frei. Um jedoch deine Freiheit zu erkennen, musst du vergebenden Gebrauch von deinem Körper machen. Du musst liebevoll, du musst freundlich in diese Welt schauen können, um zu verstehen, was du bist. Wenn dein Geist nun daherkommt, dass das Geben in der, wenn dein Geist dahinter kommt, dass das Geben in der Tat genauso viel Freude bereitet wie das Nehmen, dann beginnt die Körperwahrnehmung zu schwinden. Und das bedeutet, solange wir darauf ausgerichtet sind, dass wir immer etwas benötigen, sind wir sehr stark auf den Körper fixiert und auf das Überleben des Körpers fixiert. Und dadurch sind wir ständig in der Körperwahrnehmung gefangen. Und wenn wir beginnen zu geben, und da kommen wir nachher noch dazu, dann wird diese Körperwahrnehmung einfach dahinschwinden. Denn wir sind uns unseres Körpers nur dann sehr stark bewusst, wenn wir ihn irrtümlich für ein Hilfsmittel dafür halten, das zu bekommen, was wir uns wünschen. Es ist dann praktisch ein Beschaffungsapparat. Und ein Beschaffungsapparat ist eigentlich nie glücklich, weil er nie das bekommt, was er sich vorstellt. Und unsere geistige Haltung verändert alles. Und wir können unsere geistige Haltung verändern und nur das. Und wenn die Hauptbeschäftigung unseres Geistes immer nur, oder ja, wenn unsere Hauptbeschäftigung darauf ausgerichtet ist, immer nur zu bekommen, dann müssen wir leiden. Dann können wir nicht glücklich sein und wir missbrauchen die natürliche Funktion des Körpers, die darin besteht, das von anderen anerkannt und geschätzt zu werden. Das ist ein Missbrauch. Heute wollen wir den Körper anders nutzen. Denn ansonsten sind wir nur ein Fernsehapparat, der eingeschaltet wird. Und je nachdem, welcher Sender eingeschaltet ist, funktioniert dieser Körper. Dann können wir uns Geschichten erzählen. Der Körper ist krank. Dem Körper geht es nicht gut. Der Körper ist schuldig. Ein beliebtes Spiel. Der Körper ist ein Opfer, fast noch beliebter, oder der Körper ist gefährdet, oder der Körper braucht dieses und jenes. Du kennst das alles und wir merken nicht, wie traurig das uns macht, wie einsam das uns macht. Ja, ich brauche jetzt dieses, um glücklich zu sein. Das funktioniert nicht mehr. Und es hat noch nie funktioniert, aber durch die Studien des Kurses im Wundern wird es uns sehr deutlich und sehr klar. Also brauchen wir wieder ein anderes Sehen. Die letzten Lektionen wurden sehr stark darauf gerichtet, anders auf diese Welt zu schauen, die Welt anders zu betrachten. Und wir haben schon bemerkt, und vermutlich hast du es auch bemerkt, sobald wir anders darauf sehen, beginnt unsere Perspektive, unsere Wahrnehmung sich zu verändern. Wenn ich bereit bin, etwas anders zu sehen, dann beende ich diese destruktive Art und Weise, wie ich den Körper bisher benutzt habe. Ich will dies anders sehen. Und die Lektion 30 sagt uns, Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Und jetzt benutze ich den Körper anders. Ich lese diese Lektion durch die Augen des Körpers. Ich benutze den Körper, um diese Lektion zu lesen.
Aber die Lektion führt mich über die Körperwahrnehmung hinaus. Darum dreht es sich. Und wenn Gott in allem ist, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist, dann beginne ich der Welt etwas zu geben. Dann brauche ich nichts mehr in mir. Dann brauche ich nichts mehr, denn ich habe in mir die Quelle gefunden, die all das, die mich im höchsten Maße befriedigt. Und dies ist auch die Antwort auf die gestrige Lektion. Ja, wie kann denn, wenn die Welt eine Illusion ist, Gott in der Türe sein? Gott in diesem Grashalm sein? Ja, solange wir die physischen Augen benutzen, und dadurch den Grashalm definieren oder die Türe, solange können wir natürlich Gott nicht erkennen. Wenn wir die Körperwahrnehmung aufgeben, geben wir auch unsere Definitionen auf. Wir geben die Definition Türe auf und Grashalm. Und dadurch entschwindet uns diese Welt, die wir gemacht haben. Wir öffnen unser geistiges Auge und schauen über alle Dinge hinweg, beziehungsweise durch sie hindurch und erfahren die Vision Gottes, die Liebe, das Licht. Der Gedanke für den heutigen Tag ist das Sprungbrett für die Schau. Von diesem Gedanken aus wird sich die Welt vor dir öffnen und du wirst sie betrachten und in ihr sehen, was du nie zuvor gesehen hast. Auch wirst du nicht den leisesten Schimmer mehr von dem sehen, was du zuvor gesehen hast. Ist dies nicht eine großartige Einladung? Dein wirkliches Sehen ist nicht durch Raum und Entfernung unbegrenzt, sondern es hängt überhaupt nicht von den Augen unseres Körpers ab. Wirkliches Sehen. Und dies wird uns in jeder Lektion klarer und klarer, von was hier gesprochen wird. Und hier wurde es genau definiert. Und deshalb wiederhole ich es nochmals, weil es leicht überlesen und vergessen wird. Und vielleicht magst du das Geschenk dieser Worte annehmen. Dir wird jetzt ein Geschenk überreicht. Der Gedanke für den heutigen Tag ist das Sprungbrett für die Schau. Von diesem Gedanken aus wird sich die Welt vor dir öffnen und du wirst sie betrachten und in ihr sehen, was du nie zuvor gesehen hast. Auch wirst du nicht den leisesten Schimmer mehr von dem sehen, was du zuvor gesehen hast. Was hast du zuvor gesehen? Die Türe und den Grashalm. Es wird entschwinden. Und du wirst nicht mehr den leisesten Schimmer davon sehen. Hab keine Angst davor, denn dir wird sich die Liebe offenbaren. Viele schrecken davor zurück. Ja, wie kann ich dann in dieser Welt existieren? Mach dir darüber jetzt keine Gedanken. Im Klassenzimmer der Liebe wirst du freundlich abgeholt. Du musst dich vor dieser Aussage nicht fürchten. Du kannst dich darüber freuen. Jawohl, darum dreht es sich. Und das ist es, was ich erreichen will. Das ist es, was ich erfahren will. Ich will die Vision Gottes in meinem Geist erfahren und nicht mehr in der Welt. Und welche frohe Botschaft wird uns hier gegeben? Gott ist in meinem Geist. Und ich habe durch eine kleine verrückte Idee gedacht, ich kann meinen eigenen Traum und meine eigene Welt machen. Gott ist in meinem Geist. Also brauche ich ihn gar nicht mehr zu suchen. Ich muss mich nur noch ihm öffnen. Und mich nicht mehr den Täuschungen hingeben. Die Täuschungen haben mich bisher geblendet. Sie haben mich blind gemacht.
Unser Geist ist die einzige Quelle. Entweder ich identifiziere mich mit dem kleinen, abgetrennten Geist, oder ich öffne mich heute dem Geist Gottes, der in mir ist. Es gibt kein Getrenntes. Eins sein bedeutet eins sein. Wenn wir zum Beispiel sagen, führe du mich, dann ist das nur ein Hilfsmittel. Es gibt gar kein Du und kein Ich. Es gibt nur eins Sein. Aber solange wir das Hilfsmittel benötigen, solange benutzen wir es. All die Worte, die heute gesprochen werden, all die Worte des Kurses im Wundern oder anderen universellen Lehrplänen, die genauso hilfreich sind, sie benutzen Worte. Aber irgendwann brauchen wir diese Worte nicht mehr. Denn es sind Symbole, es sind Richtungsweiser, die uns irgendwo in eine Richtung bringen. Aber die Richtung, die Abzweigung, die müssen schon wir nehmen. Wir können nicht ständig vor dem Schild stehen bleiben, ah ja, da geht's lang. Irgendwann müssen wir diesen Weg gehen. Und heute können wir einen großen Schritt machen in die Richtung, in die wir wirklich wollen. Und deshalb hänge dich nicht so sehr an den Worten auf, die zum Beispiel im Kurs im Wundern stehen oder die hier gesagt werden, sondern bekomme ein Gefühl dafür. Öffne dich in das Gefühl, denn wenn du dich in das Gefühl öffnest, öffnest du dich in die Erfahrung. Und die Erfahrung ist es, die dich befreit und nicht das intellektuelle Wissen und nicht das Verstehen. Ja, ich habe das verstanden. Ja, das bringt uns keinen Schritt weiter. Ich möchte es erfahren. Das bringt dich weiter. Heute versuchen wir eine neue Art der Projektion anzuwenden. Wir versuchen nicht, uns dessen, was wir nicht mögen, dadurch zu entledigen, dass wir es außen sehen. Stattdessen versuchen wir, das in der Welt zu sehen, was in unserem Geist ist. Und das, was wir sehen wollen, ist dort. Auf diese Weise versuchen wir, uns mit dem zu verbinden, was wir sehen, anstatt es getrennt von uns zu halten. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen der Schau und der Art, wie du jetzt siehst. Wir versuchen uns mit dem zu verbinden, was wir sehen, anstatt es getrennt von uns zu halten. Verbinde dich wieder. Erfahre das Einssein. Öffne dich in deinen ganzen Geist, öffne dich in das, was du wahrhaftig bist, in deinen lächelnden Geist, in den lächelnden Buddha, in den lächelnden Christus. Gott ist in meinem Geist. Und die Welt spiegelt das wider, was ich in meinem Geist habe. Wie will ich denn die Welt sehen? Bin ich bereit, die Welt mit Gott darin zu sehen? Und wenn nicht, spiegelt es nur die eine Tatsache wider, dass ich nicht willens bin und ängstlich bin, seine Gegenwart in meinem Geist anzuerkennen. Wir müssen nicht mehr ängstlich sein. Wir müssen nicht mehr eine Strafe erwarten, was uns die Priester der Kirchen erzählt haben, dass Gott uns bestrafen wird oder dass irgendeine Strafe in uns in irgendeiner Form erwartet. Das ist eine dunkle Pädagogik. Glaube nicht mehr dieser dunklen Pädagogik, der du dich angeschlossen hast.
Letztendlich ist der Kurs in Wundern eine Lehre, um wieder in Frieden zu kommen mit Gott. Denn es gibt nur einen Grund, warum du dich vor Gott verbirgst. Du hast Angst vor ihm, Angst vor Strafe. Und heute machen wir einen entscheidenden Schritt und lassen diese Angst los. Wir müssen uns nicht mehr fürchten. Wir können den Körper heute auf eine völlig andere Art und Weise nutzen. Wir nutzen ihn, um zu geben. Wir nutzen ihn, um zu empfangen, was wir geben. Und so wird unser Geist erhellt. Wir benutzen die Worte, die wir hier lesen. Wir benutzen die Symbole und gehen über sie hinaus. Wir benutzen das, was da ist, und gehen über alles hinaus. Der heutige Leitgedanke sollte tagsüber so oft wie möglich angewandt werden. Wiederhole ihn, wann immer du einen oder ein paar Augenblicke Zeit hast. Langsam für dich, während du dich umsiehst und zu begreifen versuchst, dass der Gedanke für alles gilt, was du jetzt siehst oder sehen könntest, wenn er innerhalb eines Blickfeldes läge. Wirkliche Schau ist nicht auf Vorstellungen wie nah und fern begrenzt, um dir zu helfen, dich langsam an diesen Gedanken zu gewöhnen. Versuche bei der Anwendung des heutigen Leitgedankens an Dinge zu denken, die außerhalb deines gegenwärtigen Blickfeldes liegen, wie auch an solche, die du tatsächlich sehen kannst. Das ist doch großartig. Dann können wir unsere Augen schließen. Wir können uns mit Dingen verbinden, von denen wir die uns belasten. Wir denken an Beziehungen, und Gott ist, weil wir wissen ja inzwischen, dass die inneren Bilder, dass es da keinen Unterschied gibt zu den äußeren Bildern, und so können wir auch heute alle inneren Bilder heilen. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Und ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass jeden Gedanken, den du denkst, für jeden Menschen zur Verfügung steht. Und je öfter du heute diesen Gedanken denkst, je mehr können diesen empfangen. Und wenn du diesen Gedanken nur einmal während dieses Tages bei deinen vielen Wiederholungen von Herzen heraus fühlst, wirst du Zehntausende von Seelen erlösen. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Und so wirst du zum Licht der Welt. Und so wirst du zum Erlöser der Welt. Denn wenn Gott in deinem Geist ist, bist du der Christus. Und du bist deshalb hierher gekommen, um genau dieses zu erfahren. Nicht zu denken, zu erfahren. Gebe dich ganz in diese Wahrnehmung hin. Vielleicht magst du jetzt deine Augen schließen und sprichst mir voller Liebe, voller Hingabe, voller Dankbarkeit diese Worte nach. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist.
Siehst du, welche Freiheit hinter diesen Worten verborgen ist? Wie du, auf welche wunderbare Art und Weise du heute deinen Geist und deine Welt klären kannst und über alles hinaus gehst, durch alles hindurch gehst, alle Angst hinter dir lässt, weil du der Liebe die Türen geöffnet hast? Denke heute oft an diesen Gedanken. Fühle heute diesen Gedanken. Erlaube dir, in die Erfahrung zu kommen mit diesen Worten. Du kannst es fühlen, jeder kann das, so wie jetzt. Du kannst das. Nicht nur ist die wirkliche Schau nicht durch Raum und Entfernung begrenzt, sie ist auch keineswegs auf körperliche Augen angewiesen. Der Geist ist ihre einzige Quelle, um dir zu helfen, dich auch an den Gedanken besser zu gewöhnen, widme mehrere Übungszeiten der Anwendung des heutigen Leitgedankens mit geschlossenen Augen, wobei du jeden Gegenstand benutzt, der dir in den Sinn kommt, nach innen statt nach außen schaust. Der heutige Gedanke gilt für beide gleichermaßen. Der heutige Leitgedanke wird dich befreien. Öffne deinen Geist in die Liebe Gottes. Er lächelt dich jetzt an. Fühle es, spüre es und fühle die Freiheit, die damit einhergeht. Denn du bist kein Körper. Du bist frei im Geiste Gottes. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser.